Hallo Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer weiteren Episode von Good to Know in Zelda Tears of the Kingdom. In dieser Episode möchte ich euch zeigen, wie ihr das Flammenrüstungsset erhaltet. Und das ist ein ziemlich cooles Set, weil wenn irgendein Gebiet heiß ist, dann ermöglicht uns das Flammenangriffe mit allem Möglichen zu machen. Das heißt, wenn ich mit meinem Bogen schieße, brennen die Pfeile, wenn ich mit meinem Schwert schlage, verursachen die Schläge brennen, etc. Und es sieht ziemlich cool aus. Ich zeige euch am Ende wie immer die Färbung, weil man kann, wenn man es färbt, links Haare mitfärben und das ist mega geil. Also, wir beginnen als erstes hier. Ich zeige euch auf der Karte, wo das ist. Erste Position. Das ist links neben dem Akala-Hochgebirge, wo man eigentlich anfangen würde, hinzugehen das erste Mal. Aber ich glaube noch offiziell im Pass von Eldin und das ist hier an dieser Höhle. Wenn wir da reingehen wollen, sagen die beiden Räuber hier, ey, stehen bleiben. Oder die zwei Entdecker, keine Ahnung, Schatzjäger sollen das sein. Letzten Endes nichts anderes als Räuber für mich, bla 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 bla, das ist ihr Schatz und so weiter. Und dann sagen sie, okay, aber weißt du was, die Wahrscheinlichkeit, dass du da drin das seltene Rüstungsset findest, ist super gering, deswegen geh da ruhig rein und zack. Eine Truhe können wir nämlich hier öffnen und wenn wir reingehen, seht ihr, ups, da ist einiges los. So, wenn wir an diese Stelle hier gehen, in der Nähe von dieser Pflanze da, müssen wir diese Truhe nehmen, rausziehen und haben dann da die Flammenhose drin. Jetzt würden die Typen nochmal kommen und uns vollquatschen, aber das schneide ich hier gerade. So, die zweite Position ist hier. Am Todesberg unten zu Fuße Richtung Goronia. An dieser Höhle da. Da brauchen wir auf jeden Fall Pfeil und Bogen drin, und zwar welche, die nicht brennen. Fliegen dann in die Höhle hier. Müssen aufpassen, hier kommt gleich ein Gegner, den kann man auch skippen, aber ich habe ihn lieber umgebracht. Hier drinnen ist es heiß, deswegen braucht ihr hier zwei Flammenschutzrüstungen oder Medizin, die euch vor Hitze schützt. Oder Essen. Ihr müsst aufpassen, dass ihr nicht in die Lava fällt. Stellt euch am besten nicht so dämlich an wie ich gleich. Plattform so verschieben, dass man gut drauf und rüber hüpfen kann. Dann habe ich die beiden fusioniert. Beziehungsweise, wie ihr seht, bin ich hier einfach dumm gewesen und bin aus Versehen in die Lava gehüpft. Mit nur einem Fuß, das reicht, um uns in Anführungszeichen umzubringen. Die zwei Platten hätte ich auf jeden Fall besser verbinden müssen, beziehungsweise auch gleich einfach besser springen müssen. Weil auch das mich umbringt. Wie gesagt, wenn ihr gut im Springen seid, ist das kein Problem, aber ich hatte hier, warum auch immer, mit diesem kleinen Übergang meine Probleme. Auch da wäre ich eigentlich wieder verglüht. Aber gut, let's go. Hier oben müsst ihr einfach nur eine der beiden schwimmenden Platten rückgängig machen vom Zeitzauber her, aber ich hau die beiden nochmal aneinander und spule dann erst die Zeit. Dieses Vieh kotzt diese Lavabrocken rechts aus, deswegen müsst ihr das unbedingt aufhalten, bevor euch das hier aufhält. Also ich mache das mit normalem blauen Gelee. Und dann könnt ihr es einfach niederprügeln. Ich hatte noch nie so einen Flammenteil besiegt, deswegen hatte ich noch keinen Feuerraubschlamm. Hat zwar eine geile Haltbarkeit, aber Müll. So, dann schießt ihr hier auch einfach mit dem blauen Gelee einmal in die Lava und dadurch erstellt sich so eine Plattform. Da einfach drauf.
Und hier angekommen, springt er einfach runter. Da, wo dieser weiße Brocken ist, klettert ihr einfach hoch. Und dann findet ihr da drin die Flammenwams. Kommen wir zum letzten Part. Das hier, diese Höhle, die ist nördlich von Goronia. Hier auf der Karte zeige ich es nochmal wie immer. Auch da, wenn ihr reinfliegt, hängen zwei Gegner an der Decke. Die müsstet ihr nicht bekämpfen, aber ich knall die einfach weg, weil geht besser und man hat ein bisschen mehr seine Ruhe. Dann solltet ihr aufpassen, dass ihr hier keine Donnerblumen benutzt, weil hier drinnen ist es heiß. Das heißt, die würden direkt explodieren und dann frittiert ihr euch selbst. Hier unten müsst ihr einfach dann dieses Auto zusammenbauen oder ein Fahrzeug zusammenbauen. Das darf aber nicht zu tief liegen, weil sonst röstet ihr in der Lava, während ihr da drauf steht. Ich mache das mal im Zeitraffer. Da müsst ihr dann auf euch Acht geben, dass wenn ihr hier oben hängen bleibt, dass ihr dann nicht versucht, euch rauszufahren oder hin und her und rück und vor zu fahren, sondern dass ihr einfach sagt, ja okay, komm her, wir gehen einfach raus und heben diese ganze Geschichte an und tragen sie einfach raus, weil wozu sich da kaputt machen? Wenn das getan ist, einfach wieder draufsetzen, rüberfahren, wie gesagt, alles so bauen am besten wie ich, dass das mit den Achsen auf einer Höhe liegt mit der Platte, weil sonst hängt ihr hier in der Lava. Und hier drüben angekommen, habt ihr dann den Flammenkopfschmuck. So sieht das Set aus. Hab's ja auch am Anfang schon mal gezeigt. Und jetzt zeige ich euch gleich dann noch, wie wir das färben können. Und es ist mega geil, weil wenn ihr dieses Set färbt, dann färben sich halt auch links Haare mit. Und das sieht einfach mega geil aus, weil bei allen anderen Sets behält er diese normalen blonden Haare. Und wenn wir jetzt hier sehen, sind seine Haare blau. Das ist eine Sache, die mir mega gut gefällt, weil man könnte auch nur den Helm färben und in Verbindung mit einem anderen Rüstungsset tragen. Und dann hat Link halt einfach eine andere Haarfarbe. Also richtig, richtig cool. Ich lasse euch die Farben auf jeden Fall noch in normaler Geschwindigkeit hier durchlaufen. Ja, Freunde, das ist mein Guide dazu, wie ihr das Flammset bekommt. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch wie immer gefallen hat. Würde mich freuen, wenn ihr mir positive Bewertungen da lasst und mich abonniert, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und dann freue ich mich sehr, falls ihr auch in die anderen Guides mal reinschaut und da weiterkommt und ich euch überall helfen kann. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, viel Erfolg beim Rüstung holen und bis demnächst.